Für die Gelegenheit. Ich halte keine Rede, nur ein ganz kurzes Grußwort. Fantastisch, was ihr heute hier geschafft habt. Hier, keine Ahnung, für diese wunderbare Location hier, diese wunderbare Fest. Ich will euch nur sagen, ich komme jetzt direkt, genau wie auch viele andere der EU-Kandidaten. Wir haben heute drei EU-Kandidaten gehört. Ich bin jetzt täglich mit anderen EU-Kandidaten in vielen Bundesländern jeden Tag in einem anderen zugange. Und ich kann euch sagen, es ist was in Bewegung geraten. Ihr erinnert euch an die Mitte-Studie der SPD-Stiftung, die gesagt haben, mehr als jeder Zweite hat inzwischen Zweifel an der Merkel-Politik. Und ich kann euch sagen, die kommen jetzt in unseren Veranstaltungen an. Da tut sich was, da geht noch was. Der Wind dreht sich. Gestern sogar sind wir auf Leute getroffen aus der SPD und sogar aus der FDP. Die haben gesagt, ihr habt ja eigentlich recht. Und im Grunde genommen, wir bekommen das auch von unseren eigenen Leuten gesagt. Also ihr seht, die fangen an, sich nach uns zu orientieren. Die bekommen langsam Angst vor uns. Und deshalb denke ich, alle unsere EU-Kandidaten, ich denke, wir haben nicht nur 6%, wir haben nicht nur 14%, vielleicht gehen wir auch auf die 17% zu, dass wir mit wirklich stark in Berlin hier einziehen. Und dabei wird es nicht bleiben, denn dann werden wir unsere Freunde in Brandenburg unterstützen und werden die SPD und in Sachsen da in den Orkus schicken. Und wenn die SPD da einstellig geworden ist und in Thüringen wir ihnen zeigen, was die AfD vermag, die AfD, die in Sachsen jetzt erstmals über ein Viertel der Stimmen hat, 26%, doppelt so viel wie hier, das ist der Maßstab, da wollen wir ran. Das ist die Veränderung, die ich sehen möchte in Deutschland. Und dafür werden wir arbeiten. Und wenn wir das hinkriegen miteinander, dann sage ich Ihnen, dann wird die SPD sagen, die ziehen die Reißlinie, die gehen raus. Und dann haben wir nach dem Wahlkampf in Europa und in Sachsen-Brandenburg und in Thüringen als nächstes den Wahlkampf für eine vorgezogene Bundestagswahl. Und dann dreht sich der Wind in Deutschland. Wenn die AfD, sie ist die einzige Alternative zu all dieser Altparteienpolitik. Ja, ich sage, sie ist die einzige Hoffnung für Deutschland. Arbeiten wir für sie. Danke euch. Ja.